Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder bei mir. Ja, ich komme gerade vom Einkaufen und ich habe leckere Hähnchenkeulen mitgebracht. Und da gibt es heute mal etwas Italienisches und zwar mache ich Pollo alla cacciatora. Das ist eine toskanische Hähnchenpfanne nach Jägerart. Also ich würde sagen, legen wir ganz einfach los. Bis gleich. So los geht es. Für das Pollo alla cacciatora, die toskanische Hähnchenpfanne nach Jägerart, nehme ich jetzt die Hähnchenschenkel und würze sie mit Salz und Pfeffer. Ihr könnt auch ein ganzes Hähnchen nehmen. Ich habe mich für die Schenkel entschieden. Die Zwiebel, die halbiere ich und schneide sie dann in feine Streifen. Die Pilze, die werden dann halbiert oder geviertelt, je nach Größe. Ich habe Champignons genommen, weiße und braune, das sieht ganz hübsch aus. Dann brauchen wir noch frischen Rosmarin, so ein bis zwei Zweige, je nach Größe. Die Wacholderbeeren, die zerdrücke ich dann immer mit einem Messer, die quetsche ich so ein bisschen an, weil dann können sie viel besser ihr Aroma abgeben. Auch in die Schüssel und beiseite stellen. Die Knoblauchzehen, ja, die werden schön fein gehackt und kommen dann auch wieder ins Schälchen für später. Dieses Pollo alla cacciatora, das macht jede italienische Hausfrau etwas anders. Da gibt es viele Rezepte. Ich habe so kennengelernt und es schmeckt auch wirklich gut. Ja, dann brauchen wir noch Tomatenmark und 250 Milliliter trockenen Rotwein, der gibt nachher einen super Geschmack in der Soße. Dann brauchen wir noch eine kleine Dose gehackte Tomaten. Dann erhitze ich jetzt etwas Olivenöl in einer etwas größeren Pfanne und brate dann die Hähnchenschenkel so richtig rundherum schön braun an. Das mache ich bei kräftiger Hitze und schalte dann auf mittlere Hitze runter und ja, lass sie schön hellbraun, goldgelb anbraten, diese Schenkel. Ja, so ein paar Mal drehen und wenden, bis sie richtig schön angebraten sind. Ich kann euch auch übrigens meine Hähnchenschenkel aus dem Backofen empfehlen. Das ist auch noch ein ganz tolles Rezept und geht ganz einfach. Wenn ihr Lust habt, ich verlinke es euch oben, klickt auf das i und dann kommt ihr dann auch zu diesem Rezept. Aber jetzt erstmal weiter. Wenn die Hähnchenschenkel dann gut angebraten sind, dann hebe ich sie aus der Pfanne und stelle sie dann beiseite. Die brauchen wir im Moment nicht, die kommen dann später wieder dazu. So, der will nicht, aber jetzt hat verloren. So, jetzt gieße ich jetzt den Rotwein in das verbliebene Bratfett und lasse das so ungefähr 5 Minuten etwas einköcheln. Dann gieße ich dann den Fond in ein kleines Kännchen und stelle es dann auch beiseite. Das Olivenöl dann in der gleichen Pfanne erhitzen, Knoblauch, Zwiebeln, Wacholderbeeren und Rosmarin in die Pfanne geben und alles nochmal schön durchbraten, bis die Zwiebeln schön goldbraun sind. Und das duftet, sage ich euch, der Rosmarin, die Wacholderbeeren, der Knoblauch, also ja, riecht unheimlich gut. Dann kommt jetzt das Tomatenmark dann gleich hinzu. Jawohl, und ja, das gebe ich jetzt dazu und dann wird das alles ja gut verrührt, angebraten und ja, bis es anfängt zu duften und bis sich alles miteinander verbunden hat. Und dann kommen jetzt die Hähnchenschenkel wieder zurück in die Pfanne und werden jetzt noch so circa 5 Minuten mitgebraten bei mittlerer Hitze. Ich freue mich natürlich total auf dein Abo, das ist vollkommen kostenlos und du hilfst meinem Kanal zu wachsen und wenn dir das Rezept gefällt, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr mich abonniert. Dankeschön. Die Hitze habe ich jetzt wieder etwas erhöht, jetzt kommt der Rotweinfond dazu und das köchelt dann wieder alles so bei mittlerer Hitze 5 Minuten vor sich hin.
So, wenn das jetzt alles vor sich hingeköchelt hat, diese 5 Minuten, dann kommen jetzt die gehackten Tomaten noch dazu. Also dieser Duft ist toll und das ist so ein einfaches Schmorgericht und ihr findet es eigentlich in keinem italienischen Restaurant, ne? Also solche Sachen, die macht man sich am besten zu Hause, wenn man so ein Rezept aus dem Urlaub mitgebracht hat oder sie bei Freunden gegessen hat, bei italienischen, so wie wir, dann ist das immer toll, dann hat man auch mal so, ja, die echte italienische Küche, außer Pizza, Pasta und Steak, ne? Jetzt lege ich dann den Deckel auf und lasse das alles für eine Stunde bei mittlerer Hitze vor sich hinschmurgeln. Ja, die Stunde ist rum. Und jetzt werde ich noch mal schnell probieren, ob noch etwas an Gewürzen fehlt. Und schmecke das alles jetzt noch mal ab und würze dann noch etwas nach mit Salz und mit Pfeffer. Und das Ganze serviere ich dann mit Reis. Also da passt natürlich auch sehr gut Bauernbrot dazu. Ich habe Reis gewählt, das schmeckt natürlich auch sehr lecker. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jutta.